Hallo Freunde von Gaming Geil und von Battleborn. Wir spielen jetzt eine Runde Schmelze im Paradies und nehmen Galilea. Ich wollte gerade Galileo sagen. Den haben wir in der letzten Folge freigeschaltet und da dachte ich mir, muss ich jetzt auch mal testen. Mal sehen, wie der so ist. Schauen wir, was wir hier machen können. Heimkehr des Herolds. Wenn Schild wirft, ein Ziel trifft, kehrt das Großschild in die Hand zurück. Und die Abklingzeit von dem Skelett um 5 Sekunden reduziert. Feinde, die in einem Schändungsfeld stehen, werden verwundet. Ja, ich glaube, das könnte auch gut werden. Was machen wir denn? Links, bam, bam. Und rechts zum Maustaste ist das Schild. Verbündete werden eingesetzt. Ja, dann sollten wir jetzt auch mal loslaufen. Nicht jetzt. Wir sind hier so schnell. Bitte, nicht hier. Kriegt Minrek, was Minrek gehört. Bam. Ich habe leider verfehlt bei dem Versuch, mein Schild nach ihm zu werfen. Aber genau genommen brauchen wir das auch nicht. Und wir nehmen breit von mehreren Zielen ab. Nehmen wir das ab rein. Oh, werde ich geheilt? Was sind das für einer? Erst bumst er mich und danach haut er wieder ab. Verdammt! Ich muss mich zusammenreißen! Ich mag Getränkedosen. Ich begleite sie, also Zorn, einfach mal. Ich höre den Feinden wildern. Greift sie mich denn an? Ist er narisch oder war? Was haben wir denn als Passiv? Was war das denn? Ist das die Verdorbenheit sozusagen? Nehmen wir das Angriffstempo. Ugh!
Haltet euch von mir fern. Feindliche Streitkräfte bei 40% Stärke. Mehr Schaden? Dornheit steigern oder? Das will ich sehen. Ich muss dafür nur volle Gesundheit haben. Ja, das heißt, das ist unser Verdorbenheitsbalken. Angriff und Skillsatz, Beschleunigung, Verdorbenheit. Haben wir einen Heiler? Nein. Da muss ich einfach mal ein bisschen stehen bleiben. Das bringt Spaß, der Charakter. Also ist zwar jetzt nicht so simpel, sondern ist halt durch die Verdorbenheitsanzeige, sag ich mal, im gewissen Sinne noch etwas komplex. Aber wenn du das auch magst, kaufe ich dir eine Optimalität. Stell dich nicht auf die Flur. Ah, verdammt. Haben die mich gemeinsam weggeballert. Ich wusste jetzt auch irgendwie nicht, wieso hat mir jetzt auf einmal ein Großschwert. Wir haben einen Riesenschergen reingebracht. Bringen Sie ihn sicher zum Riesenscherge kommt raus. Bringen Sie ihn zu Minrek. Oh. Komisch. Ach, ich habe mein Schild ja weggeworfen. Ah. Das ergibt ja auch jetzt Sinn. Na, warte. Beweist euren Mut. Wo bist du? Knappe. Seid wachsam, sie kommen. Bitte, ich will das nicht wieder tun. Riesenscherge abgesetzt. Führen Sie ihn zu unserem Altar. Sammelt euch! Nee, das lohnt hier. Hier gehen wir jetzt mal auf Schaden. Sänftigung bei 50%. Unsere Schergenaltäre wurden versetzt. Blub. Ah, hier ist noch Geld. Ja, schade drum. Um die 80. Die Sonnenkugelheilung. Ja, ganz vergessen. Ich wurde verhext. Nee. Was eine Kacke. Feindliche Streitkräfte bei halber Stärke. Sparkly räumt hier aber mächtig auf. Die Natur ist wirklich grausam. Randalieren schon am Heizungsrohr. Bringen Sie ihn zu Minrek.
frage mich. Minwreck ist eben ein echt lustiger Witz eingefallen. Warum? Oder eher gesagt, wie gebe ich mich denn sozusagen unterirdisch? Nur zu, kommt näher! Ich muss mich zusammenreißen. Ich sehe Melka, gleich davon. Wo zum Teufel? Krass. Gut, ich bin halt noch nicht so gut mit dem Charakter, dass ich die jetzt irgendwie platt kriege. Kacke. Mein Schildwurf hätte nicht verfehlen dürfen, dann wäre es, glaube ich, alles easy Sache. Wir haben einen Riesenschergen reingebracht. Bringen Sie ihn sicher zum Riesenscherge abgesetzt. Führen Sie ihn zu unserem Altar. Ja, ja, ist halt ein Flamer. So total Banane. Der Sieg ist in Reichweite. Besänftigen Sie den tyrannischen Roboter Übervater. Feindliche Streitkräfte bei 40% Stärke. Riesenscherge kommt raus. Bringen Sie ihn zu Minrek. Ich meine dich. Endlich. Der Feind hat einen Riesenschergen abgesetzt. Schade. Stören Sie ihn. Unsere Feinde haben einen Riesenschergen reingebracht. Halten Sie ihn auf. Was haben wir denn da? Explodiert zu dunkler Energie und verursacht 4 Sekunden Schaden. Okay. Meine Täubchen, kommt und lasst euch schlachten. Ah, ich meine, es ist schon irgendwie. Man soll, wenn man irgendwie ein Spiel kacke findet und es einen nicht Spaß bringt, oder man das einfach so Sachen beinhaltet, die man total nicht mag, dann soll man das Spiel auch einfach gar nicht spielen. Und gut. Nur noch 2 Gegner sind übrig. Aber wenn man es trotzdem spielt, dann soll man sich nicht aufregen. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr, es immer anzuhören. Führen Sie ihn zu unserem Altar. Riesenscherge kommt raus. Reflexionsschaden. Ich glaube, ich bedarf noch einiges, um den Char wirklich zu spielen. Vor allem, was das der Ulti angeht und
sowas. Irgendwie bin ich mir da noch nicht so wirklich sicher. Aber ein Spiel, ein Sieg noch und wir haben es endlich geschafft. Ich würde auch gerne mal Level 14 werden, um die neuen Itemboxen mir kaufen zu können. Hm. 13 und 2. Haben wir noch irgendwas? Nee. Aber immerhin 5-5. Ist in Ordnung. Verdorbenheitsschaden, entzogenes Leben. 8 Sekunden in Abgrundform. Veränderte Heilung 0. Okay. Ja, das war mal unser Ausflug mit Galilea. Ich muss sagen, es ist sehr ungewohnt. Also, ich bedarf da noch einiges mehr an Übung, um damit wirklich klarzukommen. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute.